Karlschlag präsentiert. Heute den Themenpark. Wir befinden uns in Spirit Mechanic und heute direkt vor uns eine Gyrosphäre. Wir bewegen uns also auf drei freakigen Achsen hin und her. Wir warten auch nur darauf, bis das Spiel endlich einen Camera Lock herausbringt, denn dann ermöglicht das Ganze uns eine freakige, abgefahrene On-Ride-Perspektive, in der sich der Horizont auch nur von links nach rechts bewegen wird. Wenn die Fahrt dann irgendwann zu Ende sein soll, betätigt man einen der Drücker, ich glaube es ist die 4, mit der sich dann seitlich diese Schranke aktivieren kann, ja? Es ist nämlich immer ein bisschen Arbeit, das Ganze wieder auszurichten und diese Schranke ermöglicht es uns eine super präzise Lock einzugehen. So, die Treppe war einmal ein bisschen länger, wir haben sie aus bugtechnischen Gründen erstmal entfernt. Kommen wir zum Schmuckstück des momentan noch nicht fertigen Vergnügungsparks. Es handelt sich um ein Enterprise-Fahrgeschäft, ähnlich wie Konga. Ja, Fire and Ice hat über 45 Meter Höhe, ist dem Original möglichst nah nachempfunden. Und wir haben sogar ein kleines Kassenhäuschen. Über das können wir die Schranke da hinten bedienen, können also jederzeit die Fahrgäste hinein- und herauslassen. So, wie viele Tickets dürften es denn für euch sein? Nun gut. Das Dach fehlt momentan noch absichtlich, damit können wir nachher die Fahrt besser verfolgen. Das Ganze hat gemäß seinem Namen einen gewissen Rot-Blau-Farbton bekommen. Wie wir sehen können, können sich auch hier die Gitter hoch und abheben. Die Schranken schließen die Spalten. Und das Ganze funktioniert butterweich. So, dann schauen wir uns mal die Chaisen an. Reinpassen insgesamt 8 Personen. Es sieht wunderbar aus, sowohl im geöffneten als auch im geschlossenen Zustand. Buggen die Bügel nicht rum und selbst die Bugs, die dadurch entstehen, dass man sich schnell in einem Gefährt bewegt, sind in diesem Fall viel geringer, dadurch, dass man tatsächlich mit einem Haltebügel gesichert wird. Auf jeden Fall ist es auch sehr schwer, wenn man E drückt, einfach hinauszufallen. Falls es irgendwann mal Fallschaden geben wird, könnte das höchst nützlich werden. Hier oben steht recht bewusst Danger, ich habe allerdings noch keine Lautsprecher aufgestellt. Sonst würde das dort ebenfalls draufstehen. Jetzt testen wir das Ganze mal in Aktion. Und auch dafür müssen erstmal die Hörner erklingen. Das ganze Gefährt befindet sich auf einer Rotationsachse. Und an dessen langen Pendelarm befindet sich eine zweite Achse, an denen dann die 8 Gondeln zusammengesetzt sind. Wer schon mal in so einem Fahrgeschäft war, weiß, das kann richtig abgehen. Der Boden senkt sich ab, das ist nötig, denn sonst könnten wir hier gar nicht richtig vom Fleck kommen. Wir würden nämlich auf dem Boden auftitschen, in einem gewissen Winkel. So, gesteuert wird das Ganze dann über einen Doppelmotor plus Thrusterantrieb. Gemäß des Originals können wir einen 120 Grad Swing bzw. 360 Grad Spin-Modus betreiben, was so viel bedeutet, wir könnten uns in einem Zweidrittelkreis oder einem vollen Kreis bewegen. Das war jetzt ungefähr die Hälfte. Wir sehen schon, das Ganze baut unglaublich Geschwindigkeit auf. Das Schöne ist, dadurch, dass wir in verschiedenen Stufen unsere Thruster haben, können wir tatsächlich sogar über Kopf stehen bleiben und diverse Tricks vollführen, die Richtung ändern und an jedem beliebigen Punkt anhalten. Insgesamt gibt es 6 verschiedene Geschwindigkeiten, mit denen das Gefährt betrieben werden kann. 3 in jede Richtung, gegen und mit dem Uhrzeigersinn. Eine sinnvolle Anordnung der Knöpfe ermöglicht es euch sogar super einfach, das Ganze zu bedienen, falls ihr euch die Map mal downloaden solltet. So, hier haben wir mal kurz die Bremse in Aktion gesehen. Normalerweise lässt man das Ganze etwas langsam auspendeln. Und auch hier folgt ein Video, bei dem wir mitfahren werden. Jetzt lassen wir erstmal die Haltebügel hoch, nachdem die Gitter hochgefahren sind. Auf eine angenehme Fahrt, die normalerweise um die 5 Minuten dauert, habe ich jetzt erstmal verzichtet. Jedoch wird ein zweites Video stattfinden. In dem können wir dann uns nochmal genau angucken, wie das Ganze aufgebaut wurde. Das bedeutet, wir gehen tatsächlich von A bis Z durch. Wie wurde das Ganze geplant? Was hat es mit diesem Doppelmotor, von dem ich geredet habe, auf sich? Wie kann man so ein kolossales Ding überhaupt in Bewegung versetzen? Und wo steckt denn jetzt überall Technik drin? Wie hoch ist das eigentlich? Vielleicht wollt ihr ja sowas in der Richtung nachbauen. Auf jeden Fall ist die Planung unglaublich wichtig gewesen. Und zur Lackierung gibt eigentlich nicht arg viel zu sagen, außer dass es eine unglaubliche Arbeit war, die Gestelle drumherum anzubringen.
Das Ganze wurde dann detailreich aufgebaut und wie ihr sehen könnt, haben wir im Gegengewicht eine ganze Menge Technik stecken. So, dann freue ich mich schon drauf, wenn ihr sehen könnt, wie das Ganze von innen aussieht, wenn wir also mitfahren. Und in dem Sinne verabschiede ich mich jetzt von euch. Viel Spaß auch beim nächsten Video von unserem Vergnügungspark. Da wird noch eine Menge folgen, seid schon gespannt. Ich verabschiede mich. Also, bis zum nächsten Mal. Euer Crash.